Ja, herzlich willkommen zum ersten Talk der MRMCD 2023. Wir bitten einmal, die Handys auszuschalten, bitte. Wer schon einmal in einem kommerziellen Projekt als Softwareentwickler gearbeitet hat, der wird bestimmt schon mal die Situation gehabt haben, dass ihm ein Ticket vor die Nase kommt, wo man denkt, funktional ist das vielleicht eine coole Sache, aus Security-Sicht eventuell verbesserungswürdig. Problematisch wird das Ganze, wenn man das Ganze dann vielleicht meldet an seinen Vorgesetzten und sich irgendwie gar nicht mehr so viel tut und das Interesse nicht da ist, daran etwas zu ändern. Wie man mit solchen Situationen umgehen kann und Security vielleicht doch ein bisschen besser enforcen kann in Unternehmen, das erzählen uns heute Slasher und Demot. Einen herzlichen Applaus bitte. Ja, herzlichen Dank für die warmen Worte. Hallo, herzlich willkommen auch von uns zu unserem Vortrag Schwachstellenstraße 123. Zunächst mal erstmal einen herzlichen Dank an alle Engel und Freiwilligen, die uns so ein schönes Event ermöglichen und dass es möglich ist, ein komplettes Wochenende nur über interessante Inhalte und Themen zu sprechen. Wir hoffen, dass wir ein spannendes Thema mitgebracht haben. Wir wollen mit euch über Code und Kekse reden. Und genauer gesagt darüber, wie man halt Software-Sicherheitsmaßnahmen in mundgerechten Stücke verpackt. Wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Sascha oder Slasher. Ich bin Information Security Officer für Secure Development bei der DB Vertrieb. Habe dort mein erstes Projekt 2011 gemacht und bin seit 2022 Interner. Ich habe ursprünglich mal was Gescheites gelernt, bin Industriekaufmann, habe hier in Darmstadt, auch in diesem Hörsaal, Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann eine ganze Ecke Beratung gemacht im Bereich IT-Governance und IT-Security. 6 Jahre davon habe ich mit diesem Herrn bestritten und bestreite das auch immer noch. Hi zusammen, ich bin Phil oder Demot. Ich hoffe, man hört mich über das Mikro. Ich hatte schon immer gerne Spaß am Gerät. Bin nach dem Studium dann erstmal in die Softwareentwicklung gegangen, in allen möglichen Rollen und Aggregatzuständen. Später dann IT-Security-Beratung und dann letztendlich seit Februar letzten Jahres das erste Mal in meinem Leben interner, nämlich als Information Security Manager bei der DB Vertrieb. Kleine Vorwarnung, dieser Talk jetzt, der wird ein kleines bisschen Meta, denn es geht um Sicherheitsmaßnahmen in der Softwareentwicklung und wie wir Menschen von diesen Maßnahmen überzeugen. Ganz besonders Menschen, die eher termingetrieben sind, die zwar dauernd irgendwie Wörter wie Schwachstelle, Bedrohung, Risiko, Oberst von uns Securities hören, aber vielleicht noch nie gezeigt bekommen haben, was eine Schwachstelle ist und wie die eigentlich exploitet wird und deshalb vielleicht oft Dinge auch nicht so ganz einordnen können, obwohl sie ständig in der Richtung Sachen entscheiden müssen. Deshalb ist unser Ziel, nicht nur das Wissen zu vermitteln, dass diese Menschen tun müssen und bei denen widerwillige Compliance zu erzeugen, sondern wir wollen, dass sie verstehen und fühlen, warum das wichtig ist, damit wir auch richtige Sicherheit am Ende erzielen können. Wir machen deshalb jetzt auch keinen Theorievortrag, sondern wir zeigen euch einfach den Vortrag, den wir dafür intern bei uns bei der DB Vertrieb nutzen, für genau diesen Zweck. Dabei geben wir einen kleinen Überblick über eigentlich alle Software-Sicherheitsmaßnahmen, die bei uns irgendwo eingesetzt werden. Viel davon kennt ihr schon wahrscheinlich, das wird nicht neu für euch sein, aber es geht uns ja nicht um diese Maßnahmen selbst, sondern und auch nicht um die Inhalte des Vortrags direkt, sondern um die Metaebene, nämlich das Verständnis und die Security und die Art, wie wir die erreichen wollen. Das ist das eigentliche Thema unseres Vortrags. Das Ganze ist auch so ein bisschen unser persönlicher Gegenentwurf zu all den Compliance-Maßnahmen, die wir beide in diversen Konzernen durchleben durften. Ich sag's mal so. Und es soll einfach verständlicher, lustiger und wirkungsvoller sein, als die es je waren. Gut. Stellt uns Fragen, am besten am Ende. Wir freuen uns auch total über Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr sagen wollt, wie ihr es bei euch im Unternehmen macht. Und falls ihr mal nicht wisst, wie ihr bei euch im Unternehmen für Sicherheitsmaßnahmen in der Softwareentwicklung argumentieren wollt, der Vortrag wird aufgezeichnet, nutzt den total gerne dafür. Gut, dann lasst uns in Charakter gehen. Stellt euch alle mal vor, ihr arbeitet bei der Deutschen Bahn, am besten bei der DB Vertrieb und ihr seid Asset-Verantwortlicher. Das heißt, ihr verantwortet alle Systeme und Prozesse.
virtuelle Bahnmützen auf. Und los geht's. Bitte einsteigen. Okay, check bitte nochmal dein Mikrofon. Heute, also hallo erstmal, liebe Asset-Verantwortliche, schön, dass ihr da seid, dass wir die Gelegenheit haben, vor euch zu sprechen. Heute soll es um Software-Sicherheitsmaßnahmen gehen. Und dazu machen wir einen Ausflug in die Schwachstellenstraße 123. Wer sich hier jetzt schon durch das Logo ein bisschen an eine öffentlich-rechtliche Serie für Kindergartenkinder erinnert fühlt, ihr habt recht, ja, aber wir sind aus urheberrechtlichen Gründen vorher abgebogen und in die Parallelstraße gegangen. Und wir wollen uns auch nicht lustig machen, sondern es geht einfach heute auch um Grundlagen. Und zwar nicht um Buchstaben und Zahlen, die wir lernen, sondern eben um Schwachstellen und Softwareentwicklung. Einen kleinen Disclaimer vorneweg. Heute reden wir eben über Gebäckstücke. Und wenn irgendwie Cookies oder Kekse zu lesen oder zu sehen sind, es geht nicht um die Datenschnipsel, die wir sonst kennen und hier besprechen, sondern es geht tatsächlich um die Gebäckstücke. Denn die sind in der Schwachstellenstraße von Bedeutung. Wenn ihr die Schwachstellenstraße noch nicht kennt, kein Problem, das hier ist der Dennis. Dennis geht es genauso. Der war bisher Entwickler bzw. hat eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung gemacht. Und der arbeitet nun in seinem ersten Job als Softwareentwickler in der Schwachstellenstraße. Und wie alle Berufseinsteiger ist er so ein bisschen orientierungslos. Und da können wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, was erwartet ihn denn jetzt in einem Großunternehmen, wie die Schwachstellenstraße eben eins ist. Und vielleicht blicken wir zuerst mal drauf, was er bisher gemacht hat. Bisher hat er Software allein entwickelt oder halt mit einem Mitz-Azubi. Und in der Regel wusste er ganz genau, warum er etwas macht. Er hat Software entwickelt, um Aufgaben zu lösen. Oder halt Hobbyprojekte, weil es eine lustige Idee war, weil es ein Problem löst, das er hatte. Und deswegen wusste er auch ganz gut Bescheid, was er da macht. Ja, er hat ein Interesse dran, intrinsische Motivation und in diesen Hobby-Uni-Projekten, was auch immer, Ausbildungsprojekten, da fuchst man sich eben rein, wie der Dennis. Und wie er das macht, das hat er weitgehend selbst bestimmt, wenn es nicht Teil der Aufgabenstellung war. Und er hat in Motivationszyklen gearbeitet. Das war dann meistens irgendwie bei den Hobbyprojekten, irgendwann in den Weihnachtsferien und bei den Klausuraufgaben eine Woche vor Abgabetermin oder vielleicht nur die Nacht davor. Und da hat er dann aber auch selbst bestimmt, welche Linter benutzt er, welche Tools benutzt er, welche Lizenzen findet er geil. Und und wenn er es dann live genommen hat, irgendwo veröffentlicht hat, entweder er es in Betrieb genommen hat oder eben andere, die den Code sich eben gezogen haben, dann hat er auch bestimmt, für wie viel Geld, wo er das irgendwie hostet und betreibt und ob er sich eben um Schwachstellen oder so einen Kram kümmert. Ja, und wenn es eben ums Thema Sicherheit ging, dann gab es nur eine Person, die mit einer Person reden musste, relativ einfach. Ja, welchen Anspruch hat Dennis an seinen Code? Den Anspruch hat er umgesetzt und wenn er der Meinung war, sich ein paar YouTube-Videos reinzuziehen, dann hat er sich halt eben ein paar YouTube-Videos reingezogen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. So, und jetzt kommt er in die Schwachstellenstraße und er stellt auf einmal fest, Software wird immer noch entwickelt. Es ist identisch, es ist das Gleiche. Das gleiche Geschäft, aber irgendwie doch komplett anders. Das Erste, was uns auffällt, ist, er ist viel weiter weg von dem orangenen Balken. Also er ist viel weiter weg vom Warum. Und der Grund dafür ist, dass wir jetzt einen Geschäftsprozess haben. Ein Unternehmen muss Geld verdienen. Also sei jetzt mal dahingestellt, ob das jedes muss. Ein Infrastrukturunternehmen, ob das vielleicht auch eine soziale Rendite hat. Aber üblicherweise gehen wir davon aus, dass Geld erwirtschaftet werden muss. Und hier gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Geschäftsprozess wie Keksreserven lagern und verwalten. Jetzt ist aber Dennis eben ein Monster, das Müll mag. Ja, also der kann mit Keksreserven nichts anfangen. Und deswegen entwickelt sich das so ein bisschen zum Tauschgeschäft. Es gibt Budget für seine Arbeitskraft und Anforderungen und die wandelt er in Code um. Und sehen wir eben schon, er entwickelt jetzt aber nicht mehr im Kontext nur von sich selbst und einer Anwendung, sondern die Anwendung, die er betreut, für die er entwickelt, ist eingebettet in irgendeine alte Legacy-Landschaft. Und da ergeben sich halt Zielkonflikte draus. Also zum einen ist das nicht der hippe Tech-Stack, den er gerne programmieren würde, sondern irgendwas Altes. Und da sind Schnittstellen zu anderen Produkten, auf die er nicht so Bock hat, beziehungsweise wenn Anforderungen gesetzt werden, wird der Aufwand unterschiedlich verteilt, je nachdem, wie man das designt. Und da haben wir also Zielkonflikte, die irgendwo gelöst werden, wo der Dennis nicht mehr involviert ist. Und
Hinzu kommt eben, dass der Dennis in dieser arbeitsteiligen Organisation jetzt auch nur noch für die Umwandlung von Gedanken in Code verantwortlich ist. Die anderen Themen wie analysieren, entwerfen, also Architektur, testen und in Betrieb nehmen oder sogar betreiben, ist in so einem großen Systemhaus, das du üblicherweise in der Schwachstellenstraße hast, das ist verteilt. Und das sind auch keine Maschinen, die nach Regeln arbeiten, sondern das sind andere Puppen und Monster. Und die haben eigene Vorstellungen davon, was in diesem Anwendungssystem eine Bedeutung hat und es muss ausgehandelt werden. Ja, und wenn man halt eben noch so eine bekannte Applikation entwirft, wie eben die Schwachstellenstraße, dann hat man da auch Druck von außen. Also Politik, Behörden, Zeitungen, Medien, die spielen eine große Rolle. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß der Druck dann eben auf die Einzelnen sind, auf den Dennis, der ja irgendwie am Ende da Sicherheit reinkriegen soll. So, und jetzt ist die große Frage, mit wem spricht also ein Informationssicherheitsmonster, um Sicherheit hier reinzukriegen? Und ihr könnt jetzt gern mal 2, 3 Rollen in den Raum rufen, an welcher Stelle wir am besten Sicherheit reinkriegen. Da, wo das Geld ist, okay. Nochmal lauter bitte hier. Nee? Okay, die übliche Erfahrung aus meiner Beraterlaufbahn ist, genau, es ist der Entwickler, ja, der Entwickler soll es lösen, weil der macht ja das irgendwie mit der Software, der schreibt den Code. So, und die, das ist natürlich ein bisschen schwierig und wenn wir reden, ach so, ich habe hier noch vergessen, in einem großen Projekt ist das eben nicht nur ein Entwickler, ja, oder ein Team an Entwicklern, sondern das sind mitunter eben 6, 7, 8, 9 Teams, die in, eben an den verschiedenen Microservices oder Bestandteilen von der App arbeiten. So, das, da haben wir einen Haufen von Zielkonflikten und Kommunikationsproblemen und die Antwort, die ich euch geben würde, womit sollen wir denn jetzt eigentlich reden? Wir müssen mit allen reden, ja, weil die Ende-zu-Ende-Verantwortung, die vorher der Dennis alleine hatte zum Thema Sicherheit, die streckt sich weiterhin über die komplette Softwareentwicklung hinweg. Und das sollten wir so beibehalten und mit allen sprechen. Jetzt ist das Problem, Geld wächst nicht auf den Bäumen, Budget auch nicht. Wie gut sind denn jetzt diese Projekte gestafft? Ja, also wie viel Geld gibt es für Sicherheit? Und dann ist das dann eine verlorene Person, die hier im Raum sitzt, die dann irgendwie versucht, die Welt zu retten. Und ich habe in den letzten 5 Jahren genau das eben erlebt und habe gesagt, wir können nicht irgendwie den kompletten Druck auf den Entwickler lassen, sondern wir müssen da irgendwo, von hier hinten kam eben die Aussage, wir müssen mit denen sprechen, die das Geld und die Anforderungen eben verwalten. So. Und das machen wir. In diesem Vortrag wollen wir eben genau diese Leute ansprechen. Deswegen schauen wir mal rüber. Wir haben jetzt hier einmal Tanja, die Auftraggeberin, die arbeitet gar nicht in der Schwachstellenstraße, die hat das quasi nur als Konzerntochter in Auftrag gegeben bei den Entwicklern und dort arbeitet Krümel M. Krümel M ist hier der Naschkater. Und das Schöne ist, Krümel M ist glücklich. Ja, der ist richtig happy. Warum? Also der ist erstmal verantwortlich für den Geschäftsprozess L4711, Keksreserven lagern und verwalten. Und man glaubt es kaum, es gibt strategische Projekte. Strategische Projekte haben viel Geld. Und wenn dieser Geldregen runterkommt zu Krümel M, dann freut er sich, denn er darf jetzt den vollkommen veralteten Prozess digitalisieren und modernisieren. Und statt einem Keksglas, aus dem dauernd die Kekse rausgenommen werden können, stellt er sich jetzt was vor? Ja, neue Tresore und heutzutage müssen die AI gestützt sein und natürlich eben mit einer smarten App. Und mit diesem außerplanmäßigen Budget malt er sich das dann so aus und irgendwann läuft er auf dem Flur dem Informationssicherheitsmonster über den Weg und der fragt dann eben so, hast du denn schon mal was von App-Sicherheit gehört? Habt ihr da mal was gemacht? Ja, und dann sagt halt eben Krümel, warum soll ich mich um App-Sicherheit kümmern? Meine Kekse wurden noch nie geklaut. Ja, Krümel hat halt eben kein Spiegel Online gelesen. Im Zuge der Inflationsdebatte haben wir alle mitbekommen, dass eben die Lebensmittelpreise nachhaltig gestiegen worden sind. Es kommt vermehrt zu Süßigkeiten-Diebstahl. Und kaum habe ich Ihnen da irgendwie drauf hingewiesen, überschlagen sich die Ereignisse schon und es kommt zu einer Spiegel Online-Einmeldung. Und wir wissen, das ist was Großes. Der größte Keksspeicher Deutschlands ist ausgeraubt. Ja, nach Jahrhundertraub, die Notfallkeksreserven sind betroffen, globale Märkte verunsichert, volkswirtschaftliche Auswirkungen und
Ja, zunächst ist mal persönlich unser Naschkater ganz schön baff. Ja, da fragt er sich dann eben. Wer, wie, was? Wieso, weshalb? Warum konnte das denn geschehen? Glücklicherweise haben wir noch andere Monster in der Schwachstellenstraße. Und einer davon ist Sherlock H., unser Informationssicherheitsmonster. Und der übernimmt jetzt eben inoffizielle Ermittlungen. Ein interessanter Fall, Herr M. Ich werde mir das genau ansehen. Nur wie konnten die Kekse entwendet werden? Stellen wir uns die richtige Frage. Wie knacken Einbrecher einen smarten Kekstresor? Was jetzt passiert ist, dass Sherlock versucht, die Schwachstelle zu finden, die die Angreifer ausgenutzt haben. Und dafür nutzt er alle Software-Sicherheitsmaßnahmen, die bei der DB-Vertrieb verwendet werden. Was natürlich komplett falsch rum ist, weil eigentlich wollen wir ja diese Maßnahmen benutzen, um die Schwachstellen möglichst früh zu finden und vor allem vor den Angreifer. Aber wir ignorieren diese kleine Umstimmigkeit jetzt gerade mal. Also, als erstes versucht Sherlock eine sehr einfache Form eines Penetrationstests, bei dem er ähnlich wie ein böswilliger Angreifer versucht, in das System einzubrechen. Pentests können natürlich auch viel anders und umfangreicher und größer ausfallen, aber wir lassen es hier mal einfach. Dafür sammelt er erstmal die zu testenden Systeme, dann macht es Sherlock sich aber auch selbst sehr einfach und testet nur alles, worauf er glaubt, dass ein Angreifer auch Zugriff hätte. Das sind hier das Binärpaket der App aus dem App Store und die Schnittstelle des Services. Kann man machen, aber es gibt dabei zwei Probleme. Erstens, Penetrationstests sind teuer und finden deshalb nur ziemlich spät im Entwicklungszyklus statt. Deshalb haben wir auch als Ausgleich da sogenannte Webscanner für sogenannte dynamische Codeanalyse, die schon während der Entwicklung automatisiert die Anwendung testen und den Entwicklern kontinuierlich und zeitnah Feedback geben. Und das zweite Problem, so ein Pentest muss gut vorbereitet sein und also ist irgendwie nett, aber das ist keine gute Pentest-Vorbereitung. Weshalb hier auch überhaupt nichts gefunden wurde. Glücklicherweise haben wir dafür in unserem ISMS ein schönes Video, das der Sascha vorbereitet hat, das erklärt, wie man Pentest richtig vorbereitet. Das kann ich euch leider gerade nicht zeigen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt schon viel zu viel theoretisches Blabla. Wie sieht's denn so an einem echten System aus? Kannst du mir das mal zeigen? Okay, Krimmel. Wir haben zum Glück schon eine Demo vorbereitet. Und dafür zwei Dinge mitgebracht. Nämlich erstens den Always Juice Shop. Das ist eine Web-Applikation, in der man online Saft kaufen kann. Also ein Saftladen sozusagen. Die hat die Besonderheit, die ist interessant programmiert. Die hat ganz viele schöne Sicherheitslücken. Und die hat sie, weil sie dafür da ist, dass man da in einem sicheren und legalen Rahmen Sicherheitslücken ausprobieren und lernen kann, damit man Web-Security besser versteht. Und die andere Sache, die wir euch mitgebracht haben, ist Burp Suite. Burp Suite ist neben vielen anderen Dingen ein Attack-Proxy. Das heißt, es liest einfach alles mit, alle an Kommunikation zwischen dem Browser und unserer Webanwendung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Webanwendung anfange, weiß nicht, mir den Apfelsaft anzugucken oder irgendwie hier Sachen in meinen Basket hinzuzufügen, den ich hier oben habe, dann sehe ich, hier rechts tauchen ganz viele Requests auf. Was sehe ich da unten alles? Ja, okay, ich sehe hier ein Post-Request auf die Ressource API-Basket-Items. Und was darin wird was reingetan. Hier steht Produkt-ID 1, das wurde Apfelsaft. Es wird in ein Basket getan und Anzahl 1. Und hier rechts sehen wir das Ergebnis davon, nämlich, dass hier Apfelsaft hinzugefügt wurde. Also im Großen und Ganzen eine relativ größtenteils vollständige Webanwendung. Man kann sich sogar anmelden und abmelden und es gibt Account Management und ich mache das hier gerade mal. Aber wir wollen ja eigentlich darüber reden, wie ein Pentest aussieht. Das war nicht der Plan. Wir wollen eigentlich darüber reden, wie ein Pentest aussieht. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie man sowas erklären könnte für jemanden, der vielleicht einfach nicht technisch ist und sowas nicht live gesehen hat, ist, dass man sich hier einfach mal das Login-Feature anguckt. Ich sehe hier die Nachricht, mit der der Login gerade versucht wurde. Das ist ein Post-Request an die Ressource REST-User-Login. Da standen Daten drin, nämlich einmal die E-Mail-Adresse, mit der ich mich anmelden wollte, und das Passwort, ASDF.
Der Server sagt mir, nee, irgendwie ASDF ist nicht so ganz richtig. Und jetzt eine ganz simple Sache, die man im Pentest machen könnte, ist, dass ich mir halt mal diese Nachricht hier nehme, die an eine andere Komponente von Burp schicke und der einfach sage, hey, ich möchte hier statt ASDF einfach mal alle Worte aus einer Wortliste reinschicken, um zu gucken, ob da das richtige Passwort dabei ist. Die lade ich hier gerade mal. Dann drücke ich Start. Und was dann passiert ist, dass Burp Suite einfach all diese Passwörter aus dieser Textdatei an die Web-Applikation schickt. Hier sieht man auch I love you. Ah. Und ja, das macht das hier ganz, ganz oft. Es kommt immer irgendwie Statuscode 401 zurück, unauthorized. Außer hier bei der Nummer 42 sehe ich, da wurde Admin 123 ausprobiert. Und die Antwort war, ah, ein Auto-Authorization-Token, sehr nett. Das heißt, ich könnte hier einfach die Passwort mal nehmen, kann mich damit anmelden. Ah, und ich bin tatsächlich drin. Das ist jetzt banal. Aber das ist einfach mal ein ganz einfaches Beispiel für was man im Penetrationstest testen könnte. Was lernen wir daraus? Die Anwendung macht ja ein paar Dinge falsch. Erstens, das Passwort ist nicht so richtig toll. Und zweitens, die Anwendung merkt nicht, wenn jemand einfach massenweise Passwörter ausprobiert und macht nichts dagegen. Das hätte man beides durch Sicherheitsanforderungen eigentlich abfangen können. Hat man hier aber nicht getan. Gut, dann mache ich das mal zu. Hat die Infrastruktur des Cookie-Saves bekannte Schwachstellen? Welche Infrastruktur denn? Ich habe doch nur den Save und die App. Ja, warum war der Pentest gleich nochmal nicht so gut vorbereitet eben? Weil wir genau das gedacht haben. Also erstens, wir haben nicht nur den Save und die App, wir haben auch eine Web-App und einen Haufen anderer Services und Datenbanken und irgendwie ein S3-Bucket liegt da auch irgendwo noch rum. Und zweitens wollen wir eigentlich nicht erst im Ernstfall darüber nachdenken, welche Systeme wir betreiben. Deshalb brauchen wir Asset Management, um zu wissen, welche Systeme und sonstigen Assets wir wirklich schützen müssen. Das ist damit eine der elementaren Grundlagen für effektive IT-Security-Unternehmen. Und mit gutem Asset Management hätten wir zum Beispiel auch den Pentest vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können, weil wir dann gewusst hätten, dass wir eben nicht nur eine App und einen Service betreiben. Aber man braucht ja nicht nur Asset Management. Wir haben auch andere Sachen, die wir überwachen wollen, nämlich weil selbst wenn wir jetzt unsere Assets alle inventarisiert und gesichert haben, unser Cookie-Safe-Service besteht ja nicht nur aus dem von uns geschriebenen Programmcode. Weil der Service, der läuft auf dem Application-Server, der Application-Server, der läft auf Java, das läuft auf einem Linux, das Linux vielleicht in einem VMware oder vielleicht ist da irgendwo ein Kubernetes, aber dafür haben wir den Platz hier nicht mehr auf der Slide, um das darzustellen. Und das Gleiche gilt auch einfach für alle anderen Services, die wir haben. Und das gilt auch für unsere Datenbanken. Und die Lektion daraus ist, selbst kleine Systeme können ziemlich viel Infrastruktur mit sich bringen. Und Infrastruktur altert. Das bedeutet, dass diese Infrastrukturteile vielleicht schon seit Jahren unentdeckte Schwachstellen enthalten, die dann irgendwann zum Beispiel dank Sicherheitsforschern bekannt werden. Um mit dieser Komplexität überhaupt klarzukommen, brauchen wir dann Schwachstellenscanner, die das für uns nachprüfen, was wir da alles gerade am Laufen haben. So ein Schwachstellenscanner wird dann also die Umgebung scannen, schauen, welche Produkte wir da haben und welche Versionen das sind. Und das wird er dann in der Datenbank nachschlagen. Also ganz praktisch, er findet hier ein VMware ESXi in Version 8.0a und guckt dann seine Datenbank, hey, habe ich für VMware und diese Version Schwachstellen gespeichert? Und in dem Fall zum Glück nicht. Da es hier am Ende nur gegen eine Datenbank geprüft wird, können diese Scanner natürlich auch keine neuen Schwachstellen finden, sondern nur die schon bekannt gemacht wurden von anderen. Aber wie wir auch hier sehen, wurde nichts gefunden. Ja, das war's doch jetzt, oder? Ich will doch nur den Cookie-Safe betreiben. Erinnert sich hier eigentlich noch jemand an Log4Shell aus dem Dezember 2021? Ja. Ich habe hier ein paar Menschen Zuckungen kriegen sehen mit so einem defokussierten Blick in die Vergangenheit. Für die, die das erfolgreich verdrängt haben,
Das war eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Bibliothek Log4j, die für das Schreiben von Logdateien verwendet wurden, Java-Anwendungen und so ziemlich in jeder eigentlich. Hier sehen wir dazu den zugehörigen Eintrag in der National Vulnerability Database, NVD, des amerikanischen NIST. Der beschreibt, dass diese Schwachstelle Angreifern ermöglicht hat, Code auf verwundbaren Systemen auszuführen. Dafür war nicht mehr nötig, als eine Zeichenkette aus einem API-Aufruf irgendwo in einen Log-Eintrag zu schreiben. Solange das System das gemacht hat für einen API-Aufruf vom Angreifer, konnte der was ausführen, vereinfacht gesagt. Und das betraf auf einmal richtig viele Anwendungen. Bibliotheken können also ein Problem sein, so what? Dann wechseln wir sie halt aus. Kann man so sehen. Aber erstens müssen wir erstmal wissen, welche Bibliotheken unsere Anwendungen überhaupt benutzen. Und zweitens reden wir von echt vielen Bibliotheken. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Aus Unterhaltungs- und Faulheitsgründen sind das hier die Abhängigkeiten des Maven Graph Plugins, also das Tool, das genau diese Graphen erzeugt. Ganz oben sehen wir das Programm selbst, darunter sehen wir die Abhängigkeiten, die es direkt verwendet, darunter sehen wir die Abhängigkeiten, die diese Abhängigkeiten verwenden, die auch Abhängigkeiten haben, die Abhängigkeiten haben, die, wer hätte es gedacht, auch Abhängigkeiten haben, die Abhängigkeiten haben. Da kommt ein ziemlicher Zoo zusammen und das Problem daran ist, das ist ein absolutes Minimalbeispiel, weil selbst kleine Microservices nutzen hunderte von diesen Dingern. Und Bibliotheken altern. Genau wie Infrastruktur, da jederzeit Schwachstellen bekannt werden können. Deshalb brauchen wir hier, ähnlich wie mit dem Schwachstellenscanner, sogenannte Komponentenanalyse-Tools, die die gleiche Rolle übernehmen, nur halt für Softwarebibliotheken und uns da auf bekannt gewordene Schwachstellen aufmerksam machen. Aber auch hier wurde nichts gefunden. Wo könnte die Schwachstelle denn noch sein? In jeder Zeile Code. Und unsere Services, die bestehen aus, ehrlich gesagt, ziemlich verdammt viel Code. Der Code der Services, der verteilt sich über ganz viele Dateien, haben wir mal so vereinfacht dargestellt. Die haben alle Dutzende oder vielleicht Hunderte von Zeilen, die rufen sich gegenseitig auf, weshalb einer Datei oft auch nicht so klar ist, von wem sie gerade aufgerufen wird und ob sie diesen Daten überhaupt vertrauen kann, weil das alles sehr schnell komplex wird. Und dabei hilft es auch überhaupt nicht, dass Programmierer oft unter Zeitdruck stehen und eigentlich nur ihr Sprintziel gerade erreichen wollen und dieses eine wichtige Feature einfach gerade noch fertig werden muss am Freitagabend. Also eigentlich hätte man total gerne professionelle Source Code Reviews, aber es ist noch schlechter als beim Pentest, weil die sind teuer und die passieren spät und wenn sie überhaupt passieren, meistens passieren sie nicht. Und deshalb machen wir hier auch wieder einen kleinen Shift Left. Das heißt, wir nutzen statische Code-Analyse-Tools, die regelbasiert unseren Quelltext für uns prüfen, schon während der Entwicklung, damit die Entwickler einfach ganz schnell Feedback kriegen und nicht erst am Ende erfahren, was sie eigentlich ändern müssen. Dadurch werden Fehler direkt entdeckt, zumindest hoffentlich, und können sofort und günstig behoben werden, weil nichts ist blöder, als Fehler erst nach einem Release zu entdecken, wenn es schon deployed ist. Also, gehen wir es mal durch. Der Scanner prüft kontinuierlich alle Dateien, macht seine Häkchen, prüft komplizierte Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Aufrufen, wo Daten herkommen, sieht alles eigentlich grün. Oh, okay, was haben wir da? Was ist das? Okay, Sherlock hat was gefunden, das ist gut. Der Detektiv war erfolgreich. Das ist eine Datenbankabfrage. Was passiert da? Es werden irgendwie Einträge aus der User-Tabelle gelesen, bei denen die E-Mail-Adresse und das Passwort in der Tabelle identisch sind mit E-Mail und Passwort, die der User irgendwie in der App angegeben hat. Also irgendwie eine Authentifizierungsprüfung. Ist ein bisschen eigenartig, aber das kann man so machen. Okay, hat vielleicht kleine Probleme. Ganz einfaches Beispiel hier, wir vermischen hier Kommandos an die Datenbank und Inputdaten und der Angreifer hat jetzt einfach noch ein Hochkomma in seinen Input eingegeben, in den Usernamen. Damit haben wir nicht gerechnet. Damit macht er irgendwie die Zeichenkette für die E-Mail-Adresse zu. Danach hat er noch zwei Minus eingegeben. Damit kommentiert er irgendwie alles andere aus. Und plötzlich haben wir eine Authentifizierungsprüfung, die nur noch die E-Mail-Adresse prüft, ob die vorhanden ist und nicht, ob das Passwort stimmt. Das ist irgendwie blöd. Wir
wirklich. Really? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also manchmal habe ich schon Zweifel an meiner Berufswahl, also so tiefere. Irgendwas mit Brotbacken, Holz, Schafen. Aber okay, wir haben ja Beispiele mitgebracht für genauso Fälle. Schauen wir doch mal, wie diese Schwachstelle in unserer schönen Beispielapplikation im Juice Shop aussehen würde. Rein zufälligerweise sieht der Source Code im Juice Shop auch ganz, ganz ähnlich aus. Ich melde mich also mal ab, gehe hier wieder in den Proxy-Mode, melde mich an. Wir gucken uns einfach mal Stück für Stück an. Also erstmal normaler Login. Wie sieht das aus? Haben wir eben schon gesehen. Es war die Hoffnung, aber dann mache ich noch größer. Danke für den Hinweis. Machen wir mal 18. Okay, great. Der Teil da unten wird nicht besser. in dem Fall dann nicht. Ich erzähle einfach mehr. Geht das so? Mag nicht, ist Burp. Also, was hier passiert, es wird ein Post-Request gesendet an die Resource REST-User-Login. Da stehen E-Mail-Adresse und Passwort drin, kennen wir alles schon. Und der Server sagt, nee, ist nicht 401 unauthorized. Dann machen wir es mal schrittweise. Ich gebe hier nochmal ein Hochkomma ein. Dann sehe ich den nächsten Post-Request. Und da steht in der Antwort irgendwie eine sehr ausführliche Fehlermeldung, in der ich dann sogar erkennen kann, dass hier SQLite benutzt wird. Danke für diese Information, liebe Anwendung. Und ich sehe auch nochmal die genaue Datenbankabfrage, die Anwendung an den Server schickt. Wenn es nicht so klein wäre, wird man sogar sehen, dass hier genau der eingegebene Username ist, inklusive dem Hochkomma zu viel. Das heißt, ich kann eigentlich sehr komfortabel dank dem Entgegenkommen der Anwendung die SQL-Anfrage hier feintunen durch meinen Input. Und dann mache ich hier einfach mal meine zwei Minus als Kommentarzeichen rein und merke, oh, ich kann mich einloggen. Sehr schön. Einfach nur, weil ich den Rest der Anfrage auskommentieren könnte, weil die Anwendung eben Datenbankanfrage und Inputdaten mischt. Was lernen wir daraus? Erstmal natürlich total mies programmiert, aber auch da wäre Sicherheitsanforderungen oder ein Source-Code-Scanner oder irgendwas eigentlich ganz gut gewesen. Sogar ein Peer-Review hätte das finden sollen. Aber auch das ist hier nicht passiert. Also, das war noch eine technische Schwachstelle. Der Fall ist gelöst. Die Programmierer sind schuld. Herr M., Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Nein, böse, aus. Diese eine Schwachstelle zu schließen, schützt uns nicht vor dem nächsten Angriff des Täters. Aber wer könnte uns denn angegriffen haben? Wenn Sie einen Keksräuber fangen möchten, müssen Sie zuerst denken wie ein Keksräuber. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so einfach, weil hier muss man sich jetzt in fremde Monster einfühlen. Und das ist schwer, insbesondere dann, wenn der Abstand zwischen der Marketingabteilung und dem Kunden oder halt eben übertragen auf die Informationssicherheit, die Abstände halt zwischen den beteiligten Personen so weit auseinander sind, wie eben ein Großkonzern und ein Kunde irgendwie, der am Bahnhof nachts ein Ticket kauft. Und deswegen gibt es im Marketing zum Glück dafür Mittel, sowas zu tun. Das sehen wir jetzt hier. Das nennt sich Marketing-Persona. Und man baut sich kleine Steckbriefe, macht das am besten empirisch mit Interviews, mit Daten, die man erfassen kann, weil die Leute zugestimmt haben. Und daraus baut man sich eben so Archetypen von Kunden. Und dann sehen wir hier eben die Jutta Michlich, die ist ein Mann. Und die haben eine Tochter, die jetzt eine Meisterausbildung macht, und dann erzählt man so ein bisschen was. Und dann kann man sich mit dem Steckbrief schon ganz gut vorstellen, welche Erwartungen eben die Jutta als Berufspendlerin eben an unsere Homepage oder an unsere App hat. Und gleichermaßen kann man das natürlich machen, indem man mal beim Security Operations Center anfragt und vielleicht eben den BKA-Bericht zum Thema Cyberkriminalität liest oder die Beschreibung zum Thema Advanced Persistence Threats. Und daraus kann man dann eben, und das hat Sherlock netterweise gemacht,
Attacker-Personas bauen. Ja, hier sehen wir so eben eine Attacker-Persona und so wie das eine Marketing-Persona eben Erwartungen an eine Anwendung beschreibt, macht es das jetzt eben auch für unseren illegitimen Nutzer, für illegitime Erwartungen an unsere App. Und da lesen wir dann eben so ein bisschen was über den Cookie-Rookie, den Keksräuber, dass er unsere Kollegen können sich dann tatsächlich von der Schwachstellenstraße können sich zum ersten Mal vorstellen, dass überhaupt jemand ein Interesse hat, die Anwendung zu missbrauchen. Das fällt vielen sehr schwer, ganz viele nette Leute, die eben in der Schwachstellenstraße arbeiten. Und wenn sie aber jetzt hier lesen eben, dass der Cookie-Rookie mit diesem Nutzernamen ein Kohlenhydrat-Junkie ist, der ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse im Internet nach kostenlosen Möglichkeiten für den Konsum, für die Zubereitung und den Kauf irgendwie von Keksen sich konzentriert. Wenn wir eben lesen, dass der Grund dafür ist, dass er in der Schwachstellenstraße als Kind oft gehänselt wurde und ausgeschlossen wurde, sich von Computer zurückgezogen hat und dann in die Beschaffungskriminalität abgerutscht ist, dann kann man sich ein bisschen besser vorstellen, warum er das eben macht. Und dann beschreiben wir noch den Modus operandi, indem wir sagen, wie er vorgeht. Ja, also der normalerweise eben durch Einschüchterung mit seiner physischen Stärke als Monster. Aber inzwischen hat er festgestellt, dass es coole Tutorials im Internet gibt, mit denen man halt eben so einfache Angriffe auf schlecht abgesicherte Kekstresore machen kann. Ja, jetzt schauen wir doch mal zu Krümel, was der jetzt zu dieser Attacker-Persona sagt. Okay, also ich kann mir nun gut vorstellen, wer mich wie angreift. Nur was soll ich jetzt und was kann ich denn jetzt tun? Am besten fangen Sie dort mit Sicherheit an, wo Ihre Softwareentwicklung anfängt. Softwareentwicklung, die fängt damit an, dass wir die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden modellieren. Und üblicherweise machen wir das im Anforderungsmanagement und wir formulieren dort irgendwie auf gröbster Ebene irgendwie einen Geschäftsfall oder so ein Epic Value Statement. Ja, das liest sich dann wie hier: Für den Naschkater Krümel M, der Kekse für später aufbewahren möchte, ist ein smartes Keksverwaltungssystem, das Kekse in Tresoren verwaltet, bewertet und die Entnahme steuert, eine Möglichkeit, den Tresor schlüssellos zu verriegeln, im Gegensatz zu einem nicht smarten Tresor, dessen Schlüssel einfach nervt. Das macht man auch in der Schwachstellenstraße und was man vergessen hat, ist auch eben an die illegitime Erwartungshaltung zu denken. Und dann haben wir hier gegenübergestellt eben so eine Art Epic Misuse Statement. Und wir können dort beschreiben, für den Keksräuber, der gerne kostenlos Kekse isst, ist das Öffnen des Tresors mit einem abgefangenen Funksignal eine Möglichkeit, Kekse zu stehlen, im Gegensatz zu einem schlüssellosen Tresor, der sich durch das Aufbrechen des Schlosses stehlen lässt. So, und dann arbeiten wir mit diesen Value Statements und überlegen uns in der Anforderungsmodellierung, wie man das Ganze machen kann. Der Dennis, den ihr von vorhin noch kennt, den Programmierer, der hat in der Ausbildung UML gelernt. Und man kann eben in UML das ein bisschen erweitern und auch Misuse Cases beschreiben, nicht nur Use Cases. Hier ganz im konkreten Fall haben wir die zwei Attacker-Persona, die zwei Personas, also einmal die Marketing-Persona vom primären Asset-Monster und einmal eben den Keksräuber als Attacker-Persona. Und der überlegt sich jetzt, was ist eigentlich mein Hauptnutzen an dieser Anwendung? Und das ist Kekse stehlen. Ganz einfach. Und so wie wir eben Use Cases erweitern können, können wir das auch hier machen. Das heißt, wir haben Tresor durch Aufheben des Schlosses öffnen. Das extendet jetzt eben unser Kekse-Stehlen-Misuse-Case. Und das merkt aber eben auch das primäre Asset-Monster jetzt in der Anforderungsmodellierung und überlegt sich eben nochmal, dass er ja den Tresor schlüssellos verriegeln lassen könnte. Und dann würden wir ja diese Schwachstelle und dieses Risiko, dass Kekse geklaut werden, in irgendeiner Form in Eintrittswahrscheinlichkeit oder eben Auswirkung reduzieren. Wir mitigieren quasi den Misuse Case. Der Keksräuber stellt sich da natürlich drauf ein und denkt sich, naja, schauen wir mal, ob wir vielleicht eben ein Funksignal abfangen können, wenn das irgendwie an den smarten Tresor gesendet wird. Und wir lernen hier, dass eben Misuse Cases Use Cases angreifen können. Das Ganze nutzen wir dann eben hier an der Stelle, uns zu überlegen, wie können wir das denn jetzt systematisch verhindern und würden eben eine Anforderung, eine nicht funktionale Anforderung ableiten, sichere Funkverbindung betreiben. Und dann schreibt man eben rein, bestimmte Rahmenbedingungen, die den Eintritt dieses Misuse Cases in irgendeiner Form verhindern. Und aus diesem Hin und Her des Überlegens, was ist denn jetzt eben, was möchte eigentlich ein
ein Kunde oder wir eben als Anbieter und was möchte ein Angreifer, leiten wir eben ganz sicher diese Sicherheitsanforderungen ab. Und das versteht natürlich auch hier unser Naschkater. Ja, schön bunt, aber ich habe das noch nie gemacht. Bestelle ich also schon mal die externen Sicherheitskollegen von der Monsterüberlassung, die mir die Anforderungen zusammenschreiben? Gemach, gemach, mein lieber M. Erfinden Sie das Rad nicht neu. Nutzen Sie doch öffentliche Best-Practice-Sicherheitsanforderungen. Da hat Sherlock recht. Sicherheitsanforderungen brauchen wir uns nicht selbst ausdenken. Ja, dafür gibt es zum Glück nette Leute, die in einer altruistischen Weltsicht halt eben ihr Fachwissen zusammensammeln. Das ist die OWASP. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die aus dem Open Web Application Security Project vorgegangen ist. Und da haben sie eben hier im Standard oder in einem Projekt Application Security Verification Standard in 15 Kapiteln eine Liste von überprüfbaren Sicherheitsanforderungen zusammengestellt, die üblicherweise in einem Anwendungsprojekt, in einem Softwareentwicklungsprojekt anfallen könnte. Und da sind Themen dabei, wie die Ablage von Passwörtern, Session Management, Datei-Upload, alles beliebte Sachen, an die man nicht so sehr denkt, insbesondere wenn der Zeitdruck da ist. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, also im konkreten Fall. Für den Cookie-Safe würden wir hier bereits in Kapitel 1 Anforderungen an Architektur, Design und Threat Modeling fündig. Im Unterkapitel 9 Architektur der Kommunikationsverbindungen, da steht, prüfen Sie, dass die Anwendung die Kommunikation zwischen Komponenten verschlüsselt, insbesondere wenn sich diese in verschiedenen Containern, Systemen, Standorten oder Cloud-Anbietern befinden. Dann gibt es weitere Projekte, die darauf ergänzend einwirken. Also man könnte in den Cheat Sheets jetzt das Kapitel referenzieren und dem Entwickler, dem Dennis, direkt ein Cheat Sheet zu diesen Themen in die Hand drücken. Und er hätte einen guten Ansatzpunkt für seine Programmiersprache jetzt eben loszulegen und an diese Anforderung zu denken. Und da ist noch keine Zeile Code geschrieben. Ja. Das findet Krümel super, aber der fragt sich jetzt, und wie plane ich das jetzt bei mir ein? Klar, wenn man es noch nie gemacht hat, dann fragt man sowas. Und auch hier gibt es schon seit 11 Jahren eigentlich ein sehr schönes Dokument vom Safecode. In irgendeiner Organisation, Safecode Foundation heißt sie, glaube ich, haben sich verschiedene große Unternehmen zusammengetan und gesagt, ach, wir müssten doch mal zusammen irgendwie sichere Softwareentwicklung beschreiben und nutzen. Schaut euch das an, das ist auch echt gut. Und hier sind so Größen drin vertreten wie Siemens, Autodesk, Dell, Microsoft und dann noch ein paar Sicherheitsunternehmen, die da drin sind, um wahrscheinlich Werbung zu machen und irgendwie das Geld abzudrücken. Und die Themen, die hier abgedeckt werden in den Practical Security Stories and Security Tasks, die sind die aus dem ASVS. Und das Schöne ist dann, dort sehen wir dann, wenn wir mal die Seite aufmachen, hier jetzt eben die Nummer 14, die passt thematisch zum Cookie-Safe, dann haben wir dort eine Tabelle, da ist eine ID-Nummer und dann gibt es eine Security-Focused-Story, die wie eben eine User-Story beschreibt, was man eben machen soll. Schauen wir uns gleich genauer an. Das Interessanteste hier dran ist noch, wenn die Entwickler das wirklich noch nie gemacht haben, es gibt Backlog-Tasks, die beschreiben für A wie Architekt, D wie Developer und T wie Tester einzelne Aufgaben, die man durchführen kann. Und schauen wir das mal uns konkreter auf Deutsch an. Der Dennis wird jetzt hier eben sagen, als Entwickler möchte ich sicherstellen, dass jede Systemkomponente nur mit bestätigten Diensten und manipulationssicher übertragenen Daten arbeitet. Das ist eben die, hier auf der Seite eben diese Spalte. Und dann in diesen runtergebrochenen Backlog-Tasks hätten wir eben zum Beispiel hier in der Mitte für den Entwickler und den Tester, überprüfen Sie die Identität des entfernten Systems und die Integrität des Inhalts mittels DNS, SSL-Zertifikaten, Signaturen und Hashes für den sicheren Betrieb Ihres Systems. So, wenn wir das jetzt dann quasi in unserem Architekturentwurf all diese Anforderungen schön refined haben, ja, und genau wissen, was wir jetzt eigentlich brauchen, sind wir denn dann jetzt eigentlich sicher? Es ist eher Dummheit als Mut, sich zu weigern, Gefahren zu erkennen, wenn sie in der Nähe sind. Also suchen wir nach dem technischen Refinement erneut systematisch nach Sicherheitslücken.
Okay, danke Sherlock. Was hier er eben vorschlägt, das ist eine Bedrohungsmodellierung oder eine Bedrohungsanalyse oder Threat Modeling. Jetzt ist es eben so, wenn wir eine Architektur haben und einen Informationsfluss aufgemalt haben, dann können wir uns überlegen, wo sind denn jetzt hier Angriffspunkte? Jetzt ist es aber nicht jedem gegeben, wie ein Angreifer zu denken. Und wenn, dann wird er mit Sicherheit als Angreifer arbeiten, also zumindest eben als Pentester, denn da verdient man in der Regel ein bisschen besser. Und deswegen gibt es aber eine Möglichkeit, Microsoft hat sich das ausgedacht, das ist eben Threat Modeling nach Stride. Und da guckt man dann auf die einzelnen Komponenten, insbesondere auf die Informationsflüsse. Und dort klappert man dann jeden Informationsfluss systematisch ab und überprüft, ob Schutzziele verletzt werden können. Man überlegt sich zum Beispiel, kann ich vorgeben, eine andere Gegenstelle, die Gegenstelle zu sein oder ein anderer Aufrufer? Kann ich irgendwie den Datenfluss manipulieren? Kann ich irgendwie Logdateien irgendwie manipulieren oder abstreiten, dass ich eine Nachricht bekommen oder gesendet habe? Wir können versuchen, den Dienst zu stören in seiner Verfügbarkeit und wir können versuchen, an Daten zu kommen, die wir nicht sehen sollen und so weiter und so fort. Und das können wir uns jetzt mal hier machen. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also Sherlock findet in der ersten, in der zweiten Interaktion nichts. Und im dritten, wenn er das gerade so diskutiert mit den Entwicklern, sagt er, zeigt mir doch bitte mal eben so einen Beispielaufruf von dieser Interaktion. Und dann sieht man eben hier, es ist ein Post-Request, hier in der Version 3 API, es geht irgendwie offenbar um die Speicherung von Keksen und die Entnahme des Ganzen. Wir haben eine Versionsbeschreibung, wir haben hier zusätzliche Informationen über den Host, um die Autorisierung. Und der interessante Teil ist dann eben hier, in dem Aufruf haben wir 4 Parameter, die übertragen werden. Und jetzt würde man in der Bedrohungsanalyse mal fragen, was passiert eigentlich, wenn ich hier was anderes mache? Also was passiert, wenn ich bei der Sortierreihenfolge vielleicht das andersrum mache? Bekomme ich dann die alten Kekse als erstes? Ja, wie habt ihr das implementiert? Ich würde fragen, hier sind 3 Kekse, was, wenn ich 5 rausgeben möchte? Wird das in irgendeiner Form geprüft? Darf ich überhaupt 5 rausgeben? Was passiert, wenn ich -1 Kekse nehme? Ja, ist dann einer drin? Dann haben wir hier die Cookie-Type-ID. Also gibt es vielleicht eben Kekse, die ich entnehmen darf? Oder sind die von Krümels Oma? Sind die besonders geschützt? Darf nur er die nehmen? Und zu guter Letzt, jetzt hier in dem Beispiel, findet man tatsächlich die Möglichkeit, oh Gott, wenn ein anderer Tresor angegeben wird, dann werden die Kekse aus diesem Tresor entnommen. Und zwar ohne Autorisierungsprüfung. In der Schwachstellenstraße, das ist ein topmodernes Unternehmen, und die dokumentieren das dann in Excel. Später, wenn man ein bisschen reifer ist, kann man das natürlich mit einem anderen Tool machen, aber Excel ist ein guter Anfang. Und wer schreibt, der bleibt, der dokumentiert jetzt hier eben in so einer Excel-Tabelle die ID, dann eben den Aufruf vom Post-Request, vom Cookie-Safe-App eben zum Cookie-Safe-Service. Und er beschreibt eben dann die Bedrohung, die Schwachstelle inklusive Auswirkung. In dem Fall ist es eben der Keksräuber manipuliert, im unverschlüsselt übertragenen Aufruf, übergebene Parameter, direkte Ressourcen, zum Beispiel die Safe-App. Und die Änderungen am Aufruf bleiben unbemerkt und es können so unautorisierte Kekse aus einem beliebigen Safe und so weiter und so weiter. Dann diskutiert man noch, weil man ja gerade schon tief im Thema ist, wie kann ich das dann sinnvollerweise beheben, auf technischer Basis, vielleicht aber auch auf fachlicher Basis. Und also vielleicht könnte man eben sagen, Kekse von Oma muss er zu Hause aufbewahren. Wir könnten aber auch sagen, hier eben technisch, wir müssen eine Autorisierungsprüfung einbauen. Ja, wir müssen vielleicht eben eine Nachrichtenintegrität absichern oder eben eine Kanalintegrität durch Verschlüsselung oder ein HMAC. Was wir dann noch machen, denn das ist wichtig, wir haben nicht nur eine Schwachstelle in so einer Schwachstellenstraße, sondern ganz viele. Wir müssen die irgendwie bewerten. Das, was jeder kennt, ist halt eben CVSS. Kommt bald eine neue Version 4 raus. Lohnt sich mal anzugucken. Und dann bewertet eben halt Sherlock an der Stelle eben, dass es aus dem Netzwerk ausnutzbar ist, dass er keine Vorbedingungen braucht, dass keine Privilegien, keine Nutzerrechte benötigt werden. Wir brauchen auch keinen Benutzer, der irgendwie mithilft. Die verwundbare Komponente ist auch die Verwundete, also die mit dem Schaden. Und dann haben wir halt eben eine Verletzung dieser Schwachstelle der kompletten Systemvertraulichkeit und der Integrität eben in einem Teilgebiet an der Stelle. Die Verfügbarkeit vom Safe und dessen Services aber glücklicherweise nicht beeinträchtigt jetzt. Das Ganze schmeißt man dann eben in die Rechenmetrik rein und es kommt ein Daumenwert raus. Mehr braucht man sich auch nicht drum kümmern. So ungefähr ist das jetzt wichtig, müssen wir es fixen oder nicht. Und sobald es fertig ist, sobald die Bewertung da ist, tickt auch schon die Uhr.
Ja, dann ticken die Prozesse und Krümel muss sich darum kümmern, dass innerhalb der Behebungsfristen diese Schwachstelle behoben wird. Krümel, wie findest du das jetzt an der Stelle? Ne? Das ist doch ein Thema, das dich eigentlich interessieren müsste. Kekse. Wirklich? Ist schon schwer für ihn ohne Kekse. Da geht gar nichts mit dem Blutzucker. Wir haben noch eine Demo. Sorry, wenn es ein bisschen klein ist. Ich versuche einfach mehr zu reden. Und im Zweifel mache ich den Browser größer. Ja, und vielleicht, dass du die vorderste Lampenreihe ausmachen. Bitte nochmal? Die vorderste Lampenreihe ausmachen. Ich habe keine Ahnung. Bitte jemand, probier das aus. Also, wir wollen uns jetzt die Schwachstelle von eben nochmal angucken. Am Beispiel im Juice Shop. Wir nehmen dafür einfach mal, nehmen wir mal den Karottensaft. Der Karottensaft hat ein Review. Kann man das lesen? Ich mach's mal größer. Hier kann ich ja wenigstens zoomen. No stars for the horrible security. Finde ich jetzt irgendwie persönlich nicht so nett. Frage ist, wie kann ich dieses Review loswerden? Gucke ich mich also erstmal um, was hier eigentlich über die Leitung geht. Da wurden hier wahrscheinlich irgendwo Reviews abgefragt. Ich sehe es gerade nicht. Macht nichts. Ich schreibe erstmal selbst ein Review. Okay. Dann sehe ich hier ein Put Request. Nee, Post. Ah, da. Irgendwo müsste hier eigentlich ein Post Request sein. Ah, genau. Falscher View. Genau. Ich sehe dann hier wurde ein Put Request auf die Resource REST Products 30. Reviews aufgerufen, 30 scheint die ID des Karottensafts zu sein. Da sehen wir hier, ich habe hier eine Nachricht. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse des Autors. Wenn ich mir das hier angucke, sehe ich, ich kann sowas auch editieren. Nice. Hat eindeutig nicht genug Ausrufezeichen, so toll wie der Saft ist. Ganz wichtig, mehr Ausrufezeichen. Und das Spannende ist, ich sehe jetzt hier einen Patch-Aufruf auf die Ressource der Reviews. Und da stehen zwei Dinge drin, nämlich A, die neue Nachricht, die neue Beschreibung des Kommentars und die ID des Kommentars. Und da werde ich neugierig, weil IDs sind immer spannend, weil wenn ich ein Review hier ändern kann, nur dadurch, dass ich die ID kenne und ich jetzt zufällig die ID von dem anderen Review, das ich loswerden will, kennen würde, dann könnte ich ja auch einfach mal ausprobieren, ob ich das nicht auch editieren kann. Zufälligerweise gibt mir die Web-Applikation das beim Abruf. Ich speichere mir das mal. Dann nehme ich meinen Patch-Request, mit dem ich mein eigenes Review editiert habe, mal als Vorlage für eine weitere Nachricht. Dann füge ich hier einfach mal die ID ein, des Reviews, das ich ändern will. Und ein möglichst positives Review mit vielen Herzchen. Mal gucken, ob Unicode hier funktioniert. Und jetzt schaue ich mal, ob die Anwendung das einfach ändert. Die Return Message sieht gut aus. Ich lade hier mal neu. Sehr schön. Jetzt meckert niemand mehr über die Security, sondern ist einfach sehr lecker. Das kann ich auch liken. Okay, warum konnte ich jetzt einfach das Review vom anderen User editieren? Das ist ganz einfach, die Anwendung prüft einfach nur beim Login, ob ich mich anmelden darf, aber danach nicht mehr, ob ich auf die Ressource, auf die ich zugreife, überhaupt zugreifen darf. Also es gibt überhaupt kein Rollenkonzept, es gibt anscheinend keine Trennung, welche Ressource welchem User gehört. Sobald man eine ID kennt, kann man anscheinend was damit machen. Das ist nicht so toll. Und das kann man auch besser machen. Hier wäre auch wieder eine mögliche Antwort, Sicherheitsanforderung, die einfach eine feingranularere Autorisierungsprüfung vorschreiben, als diese nicht vorhandene Autorisierungsprüfung. Also, da bin ich ja nur noch dabei, Sicherheit zu machen. Könnten wir da nicht ein kleines Ausnähmchen machen? Für mich? Ich mache nie Ausnahmen. Ausnahmen widerlegen die Regel.
Ja, und die Regel an der Stelle heißt, Schwachstellen werden behoben oder risikobehandelt. Ja, wenn wir auf eine Schwachstelle treten, dann gibt es möglicherweise dann gibt es möglicherweise gute Gründe zu sagen, das ist in Ordnung. Ja, vielleicht ist es einfach sehr teuer, das zu tun, die Gegenmaßnahmen, das abzustellen. Vielleicht, na, es gibt also immer einen guten Grund, etwas nicht zu tun für die Sicherheit. Und die schärfste Waffe für die Sicherheit ist an der Stelle, das als hohes Risiko zu modellieren. Und das machen wir am besten, indem wir zunächst mal die Eintrittswahrscheinlichkeit schätzen. Üblicherweise macht man das in der Entwicklung mit einem Informationssicherheitsmonster oder eben mit dem Dennis. Die wissen ungefähr, die lesen Heise, ja, die lesen vielleicht auch Golem und die können abschätzen, ob sie das schon mal gesehen haben. Und hier würden sie jetzt schätzen, bei der Eintrittswahrscheinlichkeit, sowas sehe ich alle 2 Jahre, so wie wir entwickeln. Und dann nehmen wir den Kehrwert davon und haben dann die jährliche Eintrittsrate, 1 durch 2 ist 0,5. Gut, das merken wir uns. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, was bedeutet diese technische Schwachstelle, wenn wir das auswerten, eben für den Geschäftsprozess? Was bedeutet das für unsere Kekslagerung? Und das bewertet man dann, die Auswirkungen in verschiedenen Kategorien. Jetzt hier haben wir die Beispiele operativer Schaden, reputativer Schaden, regulatorischer Schaden. Und dann kommt jemand, der BWL studiert hat und der überlegt sich dann, wie viel Eurozeichen sich man dann hinlügt. Und dann gibt es ein Hin und Her zwischen Informationssicherheitsmonster und Informationsrisikomonster. Und irgendwann einigt man sich dann auf etwas, was irgendwie an die Realität kommt und sagt, hier werden Schaden ungefähr von 20.000 Euro erwartet. Jetzt können wir alle multiplizieren. Eintrittsrate mit einmalig erwartetem Schaden. Das ist dann der jährlich erwartete Schaden. Und dann sind wir hier eben bei 10.000 Euro. Das Ganze ist noch nicht fertig. Ja, wir sind ja eben in der Schwachstellenstraße eben auch im Unternehmen mit Dokumentationspflichten. Das heißt, jetzt muss das Primär-Asset-Monster auch seine Tatze draufgeben und sagen, ich übernehme die Verantwortung für diese 10.000 Euro im Jahr. Und am besten kann er sich dann schon um Rückstellungen kümmern, also einplanen, dass irgendwann mal der Fall kommt, dass das eben schief läuft. Halt, stopp! Haben Sie bedacht, dass die Implementierung der Gegenmaßnahme nur 5.000 Euro kostet? Oh, also im Vergleich zum jährlichen Risiko ist die Gegenmaßnahme gar nicht so teuer. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Also Krümel, wenn das Thema jetzt für dich erledigt ist und wir die Gegenmaßnahme implementieren, das finde ich ja fantastisch, dann sind wir im Grunde genommen auch durch mit diesem Vorfall. Kannst du mir denn jetzt vielleicht noch mal deine Lieblingsfolien zeigen? Ja, na klar. Also, meine Lieblingsfolie war die hier mit diesem Keksräuber, den wir uns ausgedacht haben. Ja, okay, danke. Danke, Krümel. Die finde ich auch gut, denn das hat uns eben noch mal ganz deutlich gemacht, dass nicht nur Kunden oder Mitarbeiter irgendwie Interesse an unserer App haben, sondern eben auch Angreifer. Und die müssen wir genauso ernst nehmen wie Kunden. Und das haben wir gemacht, indem wir dann eben Attacker-Personas modelliert haben und von denen uns in Misuse-Cases und Use-Cases Sicherheitsanforderungen abgeleitet haben. Wir haben dann eben die nicht uns selbst ausgedacht, sondern glücklicherweise mit dem OWASP ASVS auf etablierte Standardmaßnahmen zugreifen können. Und die uns ein Standardniveau von Sicherheit helfen zu erreichen. Ja. Wir haben das dann eben auch noch mit dem Safecode Practical Security Stories and Tasks direkt in umsetzungsfähige Aufgabenschnipsel übersetzen lassen. Dann haben wir festgestellt eben, dass wenn wir eine Lösungsarchitektur haben, die das berücksichtigt, dass wir dort die auf Bedrohungen hin analysieren. Wir klappern da eben die einzelnen Datenflüsse ab, um Schwachstellen zu entdecken. Wir haben die dokumentiert. Wenn wir dann tatsächlich eben auch gecodet haben, dann haben wir gesehen, wir nehmen automatische Anwendungssicherheitstests, statische Code-Analyse-Tools, um uns direkt beim Coden schon Feedback über Fehler zu bekommen. Wir haben dann, als wir fertig waren mit Selbstcoden und andere Komponenten eingebunden haben, einen Komponentenscanner benutzt, der im Abgleich mit öffentlichen Datenbanken uns eben gezeigt hat, dass wir, wo wir Schwachstellen haben, die bereits bekannt sind.
Und wir haben schließlich das Ganze eben auch noch mit Web Application Scanner gemacht, um von außen unsere Infrastrukturkomponenten eben anzugucken. Und schließlich haben wir gesagt, naja, wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden, die lohnen sich nicht, ist viel zu teuer, wird bald abgeschaltet, warum? Dann haben wir das Ganze als Risiko modelliert und glücklicherweise jetzt uns entschieden, eben eine Gegenmaßnahme zu implementieren. Und wenn wir es nicht getan hätten, waren wir kurz davor, eben eine Risikobeschreibung, eine Risikoakzeptanz zu erwirken. Und genau, dann kann man eben auch das Ganze prozessual eben so ordentlich behandeln, Rückstellungen bilden und dafür sorgen, dass Sicherheit in die Anwendung kommt. So, das waren jetzt aber meine Lieblingsfolien. Ja, prima, klasse. Jetzt gucken wir uns das nochmal kurz an. So wie die hier aufgereiht sind, die ganzen Punkte, die wir besprochen haben, dann sind die doch irgendwie geordnet. Und dieses Muster, das ist quasi die Reihenfolge, wie sie im Software-Lebenszyklus auftauchen. Also auf der Horizontale haben wir eben hier von der Anforderungsanalyse, Architekturentwurf, Feature Breakdown bis zum Coding, Testing, Release und eben den Betrieb, die einzelnen Phasen. Und hier haben wir eben das unterschiedlich geordnet im ISMS, also in unserem Informationssicherheitsmanagementsystem. Da haben wir eben dann zum einen alles, was sehr entwicklungsnah ist, den sicheren IT-Lebenszyklus gewährleisten. Wir haben unten drunter hier das Schwachstellenmanagement, wo wir die Softwarekomponentenanalyse, die Schwachstellen-Scans haben. Wir haben die Penetrationstests angerissen. Was wir nicht besprochen haben, sind Red Team Assessments, wo man quasi Pentests macht, ohne Ankündigung und den Betrieb zu informieren. Wir haben Informationssicherheitsrisikomanagement durchführen gesehen. Das ist der ganze große Prozess, also ein Ausschnitt davon haben wir gesehen, wo es um die Risikoakzeptanz von Schwachstellen geht. Und was wir nicht besprochen haben, aber was auch noch sehr wichtig ist, für den Ernstfall planen, also wenn Kekse wegkommen, weil jemand unsere Keks-App erwischt hat, dass man dann vorher schon überlegt, wie gehen wir dann vor, wie stellen wir sicher, dass wir eben den Angreifer auch fangen und möglichst schnell eben aussperren. Und eine Sache, die wichtigste zum Schluss, die ist hier oben unter Release, das ist eben DOD, das steht für Definition of Done. Und im Wasserfallmodell hätte man vielleicht auf Deutsch gesagt Qualitätskontrollpunkt zur Betriebsübergabe. Und das ist eben unser Quality Gate, wo man nochmal genau schaut, und das ist enorm wichtig. Haben wir alles, was wir hier besprochen haben, in dem Prozess gemacht? Haben wir alle Sicherheitsmaßnahmen, Misuse Cases, Bedrohungsanalysen, Pentests wirklich auch durchgeführt? Sind alle gefundenen Schwachstellen, die wir haben, gefunden? Sind die noch so gültig? Und wenn wir das nicht getan haben, dann haben wir eben ein Risiko. Auch das ist in Ordnung, wenn es denn eben übernommen, akzeptiert und prozesskonform behandelt worden ist. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Hier darf nicht gemauschelt werden. Ja. Es muss halt eben Konsequenzen haben, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. Und das bedeutet, das Informationssicherheitsmonster muss auch ein Recht haben, eine Freigabe zu verhindern, wenn man sich nicht an die Spielregel gehalten hat. Und hier Krübel M., unser Geschäftsprozessverantwortlicher, der muss auch das Verständnis haben, dass dann Releases nicht live gehen. Egal wie groß der Druck von außen, von Politik oder wem auch immer ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir eine ganze Ecke weiter in Richtung sichere Softwareentwicklung. Und wer Interesse hat, der kann dann eben einen Blick ins ISMS der Schwachstellenstraße werfen. Das haben wir jetzt leider nicht hier. Das müsstet ihr mal gucken, ob ihr das im Internet findet. Ansonsten nehmt das ISMS von dem Unternehmen, in dem ihr arbeitet. Und da kann man sich das eben dann alles nochmal in einer ruhigen Minute, wie mein Prof in diesem Raum hier immer sagen würde, in einer ruhigen Minute zu Hause nochmal anschauen. So, weil wir jetzt eben leider nicht ins ISMS gucken, springen wir aus dem Vortrag wieder raus. Wir kommen von der Metaebene wieder zurück. Wir haben diesen Vortrag bis zur letzten Slide auf einem Security Awareness Tag bei uns gehalten, bei dem wir ausgewählten Geschäftsprozess- und Asset-Verantwortlichen genau diesen Vortrag gehalten haben. Und die Vorträge kamen ziemlich gut an, das war sehr schön. Haben wir auch Lob für eingesammelt. Und das, was wir uns vorgenommen hatten, das hat auch funktioniert. Also wir sind direkt nach der Besprechung, also nach dem Vortrag, in die Diskussion eingestiegen. Das heißt, die haben gesagt, wir müssen jetzt mal über Folgendes reden. Das läuft bei uns noch nicht so gut, wie kriegen wir das hin? Und ich weiß auch, warum an der Stelle das nicht funktioniert.
Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir eben die Kommunikation, ihr erinnert euch an eine der ersten Folien, wo all die Menschen drauf sind, der Schwachstellenstraße, dass wir eben über Security reden, mit all den Menschen, mit all den Teams, die an Security beteiligt sind, damit wir Ende zu Ende eben Sicherheit einbauen können. Und wenn ihr jetzt auch wie unsere Geschäftsprozessverantwortlichen oder die Auftraggeber Interesse habt, darüber zu diskutieren, dann könnt ihr das gerne im Q&A machen, also jetzt direkt im Anschluss. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Danach bei einem Chunk oder halt eben auch auf Mastodon. So, auf der nächsten Folie müsste das auch, genau. Und wir haben auch ein paar Fragen an euch mitgebracht. Ja. Wir wollten mit dem Vortrag ja erreichen, dass unsere Zuschauer verstehen und fühlen, warum wir die Sicherheitsmaßnahmen brauchen in der Softwareentwicklung. Weil ehrlich gesagt, das ist einfach ein mega trockenes Thema. Da stecken viele Prozesse hinter, da stecken Richtlinien hinter. Und oft haben Leute da auch einfach nicht den Drive dazu, da so einzusteigen. Weshalb wir ihnen versuchen, da entgegenzukommen und das halt wirklich greifbar zu machen. Unsere Frage an euch ist jetzt natürlich, funktioniert das so? Würde das euren Kollegen Security näher bringen als die üblichen Compliance-Maßnahmen, die wir schon so durchlitten haben? Funktioniert unsere Mischung aus Theorie, praktischen Beispielen und Humor besser als andere Ansätze? Und natürlich hören wir auch super gerne, wie es bei euch umsetzt. Vielleicht habt ihr ja auch ganz andere Ideen, was man noch machen könnte. Kommt dazu auch ruhig nach dem Vortrag noch auf uns zu. Sascha hat es schon gesagt, wir sind auffindbar, wir freuen uns über Austausch. Aber lasst gerne hören, habt ihr auf der Metaebene Feedback für uns, Dinge, die ihr anders machen würdet? Oder Fragen. Wer Fragen hat, bitte anmelden, ich bringe ein Mikrofon vorbei. Bitte nochmal? Ja. Ah. Ja, du hast in dieser Überblicksfolie so schön gezeigt, was denn alles so getan werden muss und dass am Ende so eine Registerfreigabe folgen muss und ihr sie blockieren könnt. Ist das bei euch in der Realität tatsächlich so? Also habt ihr das Backup von eurem Management wirklich, dass ihr sagen könnt, dieses Feature wird jetzt nicht freigeschaltet, auch wenn der Geschäftsprozess-Owner sagt, doch, das will ich? Also die schnelle Antwort ist ein ganz klares kommt drauf an. Ja. Das liegt daran, dass wir halt eben nicht nur mit einem Team zusammenarbeiten, sondern mit mehreren. Es gibt Teams und Verantwortungsbereichen, in denen ist das so. Da wird das gestoppt und das ist relativ hart. Ja, dafür mussten aber auch ein paar Kollegen ganz schön kämpfen und Blutzoll zahlen. In anderen Teams funktioniert das aus bestimmten wirtschaftlichen oder strukturellen Gründen eben nicht so. Das Wichtige ist, meistens fehlt halt einfach das Wissen über diese Sachen. Und über das Gefühl für die Notwendigkeit dessen. Und der erste Schritt ist halt eben, darüber aufzuklären, dass es das gibt und dass das sinnvoll ist. Aber wenn, ja, wir haben das und das funktioniert dann auch entsprechend viel, viel besser, weil es auch Druck eben nach links verschiebt. Ja. Da ist noch eine Frage mit. Ja, vielen Dank. Ich bin auch konzerngeschädigt, von daher, ich habe viel genickt, kam mir sehr bekannt vor alles. Slides gefallen mir sehr gut übrigens, auch das mit den Monstern, dieses Gamification, der Ansatz, ich finde ihn super, nimmt so ein bisschen den Ernst und den Druck raus. Auch das Storytelling hat mir gut gefallen, ich habe hier Notizen, deswegen erst. Tatsächlich auch, dass er mal klar gemacht hat, das Business hat null Interesse an Schwachstellen. Das ist für die überhaupt gar nicht relevant. Relevant ist, wo geht das Geld hin? Ja, und wo muss ich unterschreiben oder halt auch nicht unterschreiben. Vielleicht ein kurzer Hinweis, die Live-Demos finde ich cool, aber es ist mal schwierig, wenn einmal was tut und redet. Ich persönlich bin total Single-Tasking. Das hat man bei euch auch ein bisschen gemerkt, vielleicht kann man das irgendwie parallelisieren. Einer erzählt, einer tippt. Und genau, also aus eigener Erfahrung noch einen dazu. Risikomanagement ist, glaube ich, ganz wichtig für die Geschäftsprozesse und das Ganze dann auf Geschäftsprozessebene hochbrechen oder modellieren, weil im Regelfall habe ich ja nicht eine Schwachstelle und die Excel-Tabelle ist nicht eine Zeile lang, sondern es sind Hunderte, Tausende und noch mehr. Und man es nicht schafft, diese Schwachstellen auf ganz wenige Geschäftsprozesse runterzubrechen und ganz wenige spezifische Business-Bedrohungen, hat man eigentlich schon verloren. Ja, weil sonst kommen auch so Situationen zustande, dass man irgendwie so ein
kleines System hat, das irgendwie ein Risikopotenzial hat, das irgendwie das Dreifache des EBITs des Unternehmens ist, auf dem Papier halt. Ja. Ansonsten gut, das war's schon. Lange Liste. Danke fürs Feedback. Möchte ich noch mal unterstreichen, das Risikomanagement ist das unbeliebteste Thema, weil es das nicht technischste ist, aber es ist das wirksamste. Denn am Ende geht es hier um Euros und um Macht und damit können die Leute, die Macht haben, eben umgehen. Und das muss man halt, wenn man Security denkt, in einem großen Unternehmen leider mitdenken. Danke für nochmal fürs Unterstreichen. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Wir haben noch eine. Danke für den tollen Vortrag. Habt ihr eventuell Best Practices oder irgendwie Tipps für diese Diskussion mit der Management-Ebene, um diese Akzeptanz wirklich zu schaffen? Also ich habe so ein bisschen die bittere Erfahrung gemacht, wenn man da Pech hat mit dem Projektmanagement und das hat eben nicht so richtig verstanden, welche Tragweite das hat, dass man eher zurückgespielt bekommt, ja, ist halt euer Problem, aber guck mal auf die Uhr, so ungefähr, so kümmert mich nicht. Und das sind dann mehr so bedauerliche Einzelfälle, aber nicht was, was man quasi von vornherein strukturiert. Guten Tag. Ah, okay. Ja, also die Frage an der Stelle wäre eben aus der Erfahrung heraus, wisst ihr da was, was hilft bei dieser Argumentation, um die Tragweite zu vermitteln und dass man dann nicht so gegen eine Mauer rennt? Also die eine Antwort gibt es, glaube ich, nicht. Was wir einmal versuchen, ist die nette Variante erstmal so. Wir versuchen, dass die Leute überhaupt die Chance haben, es zu verstehen, was da passiert, weil wenn du da dauernd nur irgendwelche Zahlen von IT-Security genannt bekommst, die da überhaupt nichts sagen und was Risiko, Bedrohung, was redest du, dann ist klar, dass Leute das nicht ernst nehmen. Wir versuchen den Leuten also erstmal die Chance zu geben, zu verstehen, dass sie echt nicht wollen, dass da irgendwie der große Datenleak passiert und einmal die ganze Datenbank mit Kundendaten leergesaugt wird. Dass Spiegeleinmeldungen über das eigene Unternehmen auch meistens nicht so cool sind. Aber damit erreicht man auch nicht alle. Manchen ist es auch manchmal egal, manche haben einfach andere Prioritäten, weil es einfach gerade so viel Druck gibt von diversen Richtungen. Und da sehe ich das Risikomanagement, weil man so Risiken sichtbar machen kann, auch gegenüber der Geschäftsleitung und sagen kann, okay, wir können jetzt ohne jede Sicherheitsmaßnahme YOLO live gehen, aber das tut uns ungefähr so viele Millionen Euro weh. Ist das fein mit euch? Ah, okay, Geld. Das ist eine Spielart, die man spielen kann. Nicht unbedingt die Spielart, die ich spielen möchte, aber es ist eine, die möglich ist. Hast du noch was dazu, Sascha? Ich möchte gerne ergänzen. Es gibt fantastische Bußgelddatenbanken für Datenschutzvorfälle. Und in der Regel findet man auch mit etwas Such und Recherche irgendeinen Fall, der zu der eigenen Situation passt. Also wenn es halt um personenbezogene Daten geht. Und das an den Datenschutzbeauftragten, wenn es einen gibt, oder halt eben an die passende Managementstelle mit dem Hinweis, das reicht meistens dann schon, um eine gewisse Awareness reinzubekommen. Der beste Fall, das würde ich noch gerne ergänzen, ist, wenn es dann halt einen erwischt, ja, wenn halt irgendwo auf einem großen Zugzielanzeiger der WannaCry-Bildschirm steht, wird jedem Manager klar, dass was zu tun ist an der Stelle. Diese Erweckungserlebnisse hatten die Banken irgendwann mal mit dem Sony-Hack. Es gibt, oder mit anderen Banken, heutzutage gibt es eigentlich keine Woche, in der man nicht irgendwie ein passendes Unternehmen findet in gleicher Größe und gleichem Themengebiet, das nicht auch mit Ransomware irgendwie zu tun hatte. Und üblicherweise hilft es, mit den Leuten über genau diese Themen zu sprechen. Idealerweise vielleicht eben dann auch noch mit einer Sprechstunde, die man institutionalisiert. Das fangen wir jetzt eben gerade an, dass wir regelmäßig anbieten. Wenn ihr Fragen zum Thema Informationssicherheit habt, dann oder ihr irgendwie Neuigkeiten erfahren wollt, kommt doch mal zu uns. Und wenn man eine gute Security-Awareness-Kampagne hat und auf solche Themen hinweist, dann wird das immer leichter, eben über diese Themen zu reden und dann zu gewinnen. Ja, und ich würde nicht sagen, es gibt die Maßnahme, sondern man muss halt eben auf breiter Front hier kämpfen, um eine Kriegsmetapher zu verwenden.
Genau, du musst halt eben viel tun und wenn du überall ein kleines bisschen erreichst, dann verbessert sich's. Also, weil du das Thema gerade aufgebracht hast, ich meine die Richtung, ja. Also ich kann das so bestätigen, was ihr gesagt habt. Man muss mit den Leuten freundlich reden. Wenn man der Feind ist, ist immer schlecht. Wasser findet einen Weg, meistens drumherum, selten durch. Das muss man einfach im Kopf halten. Die wichtigste Maßnahme ist, glaube ich, die, die ihr ganz am Anfang genannt habt. Man muss von vornherein Security mit einplanen. Und planen ist, glaube ich, das ganz, ganz wichtige Wort. Nichts ist teurer als ungeplante Arbeit. Ne, weil ungeplante Arbeit bezahle ich im Regelfall von meinem Bonus. So, will ich nicht, finde ich doof. Ne, also muss das verhindert werden, das heißt, man muss die Leute planen. Man muss denen sagen, was zu tun ist. Und wenn ich jetzt Sicherheitsarchitekt bin und ich komme in ein Projekt rein und stehe ganz am Anfang, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ne, entweder ich versuche irgendwie mitzuschwimmen und dann stehe ich am Ende da und sage, Leute, da ist noch was. Und dann sagen die, hast du mal im Kalender geguckt? Oder ich gehe am Anfang hin, hole 30 Zentimeter Papier raus und sage, so bitte implementieren. Und dann habe ich es geschafft, an Tag 1 schon da fein zu werden. Hilft auch nicht. Und dieses Erwartungsmanagement in einem Projekt zu sagen, pass mal auf, in welcher Projektphase werden wir eigentlich welches Thema angehen und in welcher Tiefe werden wir das angehen? Und wenn wir in der ersten Woche sagen, ey Leute, ihr braucht kein SSL oder TLS, ihr braucht auch keine Authentifizierung, kriegt erstmal irgendwie den leeren Microservice irgendwie ans Laufen und dann machen wir den Rest. Aber wir machen den Rest. Das muss man irgendwie klären. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Sache und den Leuten helfen. Wenn ich hingehe und sage, pass mal auf, ich gehe mit dir zu Legal und erkläre Legal, warum du kein Problem hast mit Legal, ja, dann bist du plötzlich der Freund. Ist nicht immer ganz fair zu Legal, aber hey, ne, einer muss der Freund sein. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist auch richtig schwierig, wenn man spät in ein Projekt kommt und dann irgendwie kurz vor Release sagt, da müssen noch Dinge gemacht werden. Das ist ein Zustand, in dem man einfach nicht sein will. Und idealerweise sind wir als Information Security Manager halt auch nicht die Leute, die einfach immer sagen, nee, ist nicht, sondern die halt sagen, an was man denken muss und wie man Dinge sicher möglich machen kann. Und das ist teilweise ein Trade-off, der ziemlich schwierig ist. Danke für den Vortrag. Ich kannte die Slides zwar schon aus dem Ökosystem, allerdings der Vortrag fand ich ganz gut. Ich hoffe, deiner Stimme geht es auch gut nach dem Vortrag. Eine Frage habe ich zu, man schickt ja relativ viele Signale nach oben, im Sinne von, hier ist eine Schwachstelle, da ist ein Risiko, hier muss was getan werden, da ist ein Prozess. Habt ihr schon Erfahrungen oder Ideen, wie man das steuert? Denn ich glaube, es gibt wie überall, wo Signale geschickt werden, irgendwann mal so eine Ermüdungserscheinung. Das heißt, die Business-Seite, oben das Geschäftsprozess-Ökosystem, irgendwann werden Sie wahrscheinlich nicht hören wollen, hier ist ein Risiko, da ist ein Risiko, hier ist eine Schwachstelle, jetzt kommt die 20., die 100. und so weiter. Habt ihr eine Idee, wie man das Rauschen steuert, ob man das Rauschen steuern sollte, alles losschicken soll? Ich weiß, das ist so eine ziemliche Metadiskussion, ziemlich schwierig zu lösen, aber vielleicht habt ihr das schon erlebt oder erste Erfahrungen dazu? Ja, also danke, sehr gute Frage. Ich glaube, an der Stelle ist es so, das muss ich erstmal einspielen und dann kommt es meistens dann eben in der Organisation zu sauberen, also wenn jeder ein Interesse hat und fair miteinander umgeht, findet man dort eine Lösung. Mein Vorschlag an der Stelle wäre tatsächlich eben auch den Teams mehr Verantwortung zuzumuten. Das ist in einer großen Organisation relativ schwierig und dann diese Prozessschritte könnte man machen, dass man halt eben Risikogrenzen definiert, über die halt selbst entschieden werden darf mit einem Vier-Augen-Prinzip, dass halt eben zum Beispiel so ein Informationssicherheitsmanager drüber guckt und sagt, ja, wenn das Team sich einig ist und der Informationssicherheitsmanager sich einig ist und das Risiko nicht mehr als Betrag X beträgt, dann dürfen die autonom entscheiden, dass die nicht beziehungsweise mit einer Risikoakzeptanz weitergegeben werden. Gegebenenfalls mit einer Vorlage, wann das wieder aufgegriffen werden soll. Und andersrum war eine Idee, die wir mal hatten, aber noch nicht implementiert haben, dass wir eben nach dem Vier-Augen-Prinzip die Schwachstellenanalysen machen und die Bewertungen und dass, wenn einer von zwei Informationssicherheitsmanagern eben sagt, ich möchte das nicht fixen, dass das quasi einen Eskalationsprozess hat, um zu sagen, wenn einer von beiden das sagt, muss tatsächlich eben Management drüber schauen. Wenn man das implementiert, glaube ich, in den reiferen Teams haben wir das so, dass das eigentlich auch die Entwickler gute Vorschläge machen. Wir haben jetzt auch neulich erst
ein Team gehabt, da ging es um die Einbindung von der Drittkomponente. Da haben die gesagt, nee, also so wie wir das jetzt bekommen haben, akzeptieren wir es nicht, weigern wir uns, das zu implementieren. Wenn das Team am Ende selbst macht und eben sagt, es kommt bei uns nicht ins Backlog, das ist noch nicht ready, dann ist das eben am besten. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten wären die beiden sich garantiert auch nicht später auf eine Mate eingeladen zu werden, falls sich noch was einfällt. Ja, dann danke euch allen fürs Dranbleiben. Und falls euch Spaß gemacht hat, in Character mal die Bahnmütze aufzuziehen, wir suchen immer auf Verstärkung, schaut vorbei auf cybersecurity.love.